Das Konzept des Albergo Diffuso wurde in den 1980ern in Italien entwickelt, um Leerstände in kleinen Ortschaften zu bekämpfen und Regionen neu zu beleben. Dabei werden verstreut liegende Ferienunterkünfte mit hotelüblichem Service zu einem großen Hotel zusammengeführt. Die Gassen des Dorfs sind dann quasi der Hotelflur. Gefrühstückt wird in der lokalen Bäckerei und Abendessen gibt es in der Trattoria um die Ecke. Die Gäste leben damit Tür an Tür mit den Einheimischen und werden in das Dorfleben integriert.